Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Orakel. Ja, heute ist das Monatsorakel dran, zwar verspätet, aber das hat natürlich seinen Grund gehabt. Also mein Sohn war krank, ich war krank. Ja, und deswegen ist die Monatslegung ein bisschen verspätet. Ja, wir schauen uns hier mit den Gilded Lenormand die Hauptlegung an, und zwar hier dein persönlicher Bereich, Liebe, Partnerschaft, Beruf, Finanzen, welches Highlight es in diesem Monat geben wird und welche oder vor welchen Blockaden du eventuell stehen kannst. Dann haben wir noch eine Botschaft aus dem Engel Heilsteine Orakel, eine Botschaft aus dem Krafttier Orakel und eine Botschaft aus dem Kartendeck Räucherungen für die Seele. Ja, das ist natürlich wie immer ein allgemeingültiges Orakel. Es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Ich starte jetzt gleich mal los mit deinem persönlichen Bereich. Vielleicht treffen hier alle Bereiche auf dich zu, vielleicht nur der eine oder andere Bereich, oder du sollst hier einfach ja dein Hauptaugenmerk auf die Botschaften hier von diesen drei Karten richten. Beginnen wir mit deinem persönlichen Bereich. Ja, da bist du schon gefallen als Zuschauerin oder als Zuschauer. Dann haben wir dein Privatleben, deine eigenen vier Wände werden sehr wichtig sein. Und dann haben wir die Schlange, dass du hier einfach, ja, die Schlange ist auch, sie steht nicht nur für Verwicklungen, Komplikationen, die es natürlich in deinem Privatbereich geben kann. Die Schlange steht aber auch für Heilung, ja, dass du hier gewisse Dinge, die dich betreffen, in die Heilung bringst. Und da du hier bei deinem persönlichen Bereich auch gefallen bist, steht es einfach dafür, dass du dich jetzt in diesem Monat mehr um dich kümmerst, ja, dass es dir einfach gut geht, dass du hier sozusagen ein festes Fundament in deinem Leben aufbaust oder einfach weiter daran wächst sozusagen, und dass du einfach, ja, in die Selbstliebe kommst oder eben auch bleibst, egal welche Verwicklungen von außen auf dich zukommen. Also du wirst jetzt einfach mal wieder mehr auf dich Acht geben. Das ist hier einfach mal der persönliche Bereich. Liebe und Partnerschaft haben wir hier Folgendes. Ja, wir haben hier die Treue. Freundschaft ist hier auch damit gemeint. Eine freundschaftliche Liebe. Oh, freundschaftliche Liebe habe ich eben hier gerade gesagt. Das Thema Treue ist sehr, sehr wichtig. Das Thema Liebe, das Gefühl wird immer wichtiger. Oh. Und dann haben wir den Wunschpartner, den Partner oder jemand Neues, den du kennenlernen wirst. Also in der Liebe haben wir absolute Treue zu deinem Partner, von deinem Partner. Vielleicht gesteht dir auch dein Partner, dein Wunschpartner die Liebe, die Treue zu dir. Oder du lernst jetzt einfach jemanden kennen, was natürlich auch mögt, dann ist er hier wirklich so eine sehr große Liebe für dich oder kann hier auch entstehen. Natürlich kann es hier auch sein, dass hier aus einer Freundschaft jetzt Liebe wird. Ja? Und das wird hier auch dein Wunschpartner erkennen. Ansonsten sehe ich hier in der Liebe ganz klar Treue, Hingabe, auch von seitens deines Partners, deines Wunschpartners oder eben, wenn du hier jemand Neuen kennenlernen wirst. Ja? Also ein sehr liebevoller und sehr toller Monat, wenn du damit, wie gesagt, in Resonanz gehen sollst, da es ja hier nicht auf jeden zutreffen kann. Dann schauen wir uns Beruf und Finanzen an, den Alltag an. Ja, da haben wir die guten Energien. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Es kommt hier etwas in Bewegung im Bereich Beruf, Finanzen, Alltag. Und dann haben wir hier eine eventuelle Reise. Vielleicht hast du hier eine Reise vor. Vielleicht buchst du jetzt einfach auch eine Reise für den Sommer schon. Ja, ansonsten geht hier einfach etwas weiter. Etwas geht voran. Vielleicht sehr, sehr langsam oder es dauert etwas schon sehr lange und jetzt geht das einfach sehr, sehr schnell. Vielleicht ist hier einfach auch eine Reise angezeigt. Ansonsten steht es hier für den Bereich Beruf, Finanzen, Alltag sehr, sehr gut da. Wir haben die guten Energien. Es geht etwas vorwärts. Wünsche, Träume lassen sich jetzt hier einfach erfüllen und die Sonne steht ja auch für den Erfolg.
ja, dass etwas sehr gut ausgeht. Also wir haben jetzt eigentlich in allen Bereichen bis jetzt sehr, sehr gute Karten. Die Sonne ist auch das Highlight. Das heißt, wir können jetzt auch sagen, je nachdem, was hier auf der Highlight-Ebene liegt, dass hier ein berufliches und/oder finanzielles Highlight hier auf dich wartet. Natürlich, die Liebe liegt auch sehr gut da, könnte man jetzt auch sagen, das alleine ist auch schon mal ein sehr, sehr gutes Highlight. Diese Legung an und für sich ist schon mal sehr, sehr gut. Schauen wir einfach mal weiter. Highlight, ja, da haben wir die Finanzen, die Fische. Wir haben hier ein finanzielles Highlight, ein berufliches Highlight. Die Fische stehen aber auch für die Seelenebene, ja, dass du hier wirklich auch seelisch sehr gut aufgestellt bist. Dann haben wir den Aufbau, den Wachstum, das Leben, Aufbau von Finanzen, was natürlich ein Highlight ist. Und natürlich auch dein Seelenleben ist ein Highlight, was dir einfach rundum gut geht. Und dann haben wir die Sense, die hier raushackt, das heißt ein plötzlicher Wachstum in den Finanzen. Plötzlich geht es dir richtig gut. Ja? Die guten Energien strotzen nur so in diesem Monat. Ja? Wir haben bis jetzt hier keine schlechten Karten. Also es scheint ein sehr, sehr spannender und schöner, erfolgreicher Mai zu werden. Schauen wir uns noch an, wo es denn noch Blockaden gibt, denn das Leben kann nicht immer rosarot und schön sein. Hier haben wir die Sterne. Vielleicht hast du hier und da noch Probleme, die Klarheit zu bewahren, oder die Sterne stehen auch für die Spiritualität. Dass du da einfach ein paar Stolpersteine haben wirst, das ist aber nur von kurzer Dauer, denn das Kleeblatt steht ja auch für Kurzlebigkeit, aber auch so für das kleine Glück. Die Sterne sind das große Glück, das Kleeblatt das kleine Glück, und dann haben wir noch den Sarg. Dass hier vielleicht etwas noch stagniert, ich würde sagen, dass das deine Spiritualität ist, ja. Dass hier etwas noch kurzfristig stagnieren wird. Also auch das löst sich dann sehr, sehr schnell auf, weil wir eben hier die Kurzlebigkeit haben, ja. Also wir haben jetzt hier in diesem Monat keine schlechten Grund. Wir haben hier in diesem Monat keine schlechten Grundenergien. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Schauen wir uns jetzt den Engel Heilstein des Monats an, und zwar der Dolomit. Bleiben Sie standhaft in Ihrem Glauben. Ihre positive Einstellung entscheidet darüber, ob sich die Dinge zum Guten entwickeln. Ja, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Wenn du jetzt hier in dieser positiven Grundstimmung bleibst oder in diese positive Grundstimmung zurückkommst, dann wirst du auch einen positiven Monat haben. Wenn du den ganzen Tag, den ganzen Monat darüber nachdenkst, wie schlimm alles ist, ja, wie schlimm oder wie wird sich dann dieser Monat für dich tatsächlich zeigen? Ja, sicher nicht von seiner besten Seite, denn das, was du denkst, das ziehst du dann im Außen sozusagen an. Das kannst du eben hier mit dem Dolomit sehr, sehr gut bereinigen, dass du einfach in der positiven Grundstimmung bleibst. Welches Krafttier begleitet uns? Und zwar der Dachs. Sei mutig und furchtlos. Passt auch sehr, sehr gut zum Positivdenken. Du sollst hier mutig deinen Weg gehen, furchtlos sein, dir keine Angst machen. Ja, und dann wirst du hier wirklich sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Und dann haben wir noch die Räuchermischung bzw. Affirmation des Monats, und zwar, ja, geborgen sein. Ich bin inmitten aller Veränderungen geborgen. Du brauchst keine Angst haben vor Veränderungen. Geh mutig drauf los, vollziehe diese Veränderungen, bleibe standhaft in dem Glauben, dass alles positiv sich entwickeln wird. Und du kannst hier mit folgender Räuchermischung an diesem Thema arbeiten, um hier einfach dich geborgen zu fühlen. Und da möchte ich das euch gerne vom Begleitbuch vorlesen, welche Räuchermischung dafür sehr gut geeignet ist. Und zwar Angelika bringt Licht ins Leben und hilft bei Überforderung. Melisse schenkt Ausgeglichenheit. Pfingstrose fördert Lebensfreude und Frieden. Rosenwurz bewältigt Stress und Nervosität. Und der Rosmarin stärkt das Selbstvertrauen und gibt Geborgenheit. Und das mit dieser Räuchermischung kannst du hier daran arbeiten, dass du dich geborgen fühlst, mit dem Dachs als Krafttier, dass du mutig und furchtlos deine Dinge angehst, und mit dem Dolomit, dass du einfach in der positiven Grundstimmung bleibst. Und dann wird der Monat Mai ein sehr, sehr schöner und erfolgreicher Monat werden. Da wünsche ich euch natürlich alles Gute. Ja, viel Erfolg, und ich freue mich auf die nächsten Orakel. Bis bald. Ciao.